In Alaska steht der Winter bevor. Es wird immer schwieriger, noch Nahrung zu finden. Trotzdem zieht es die größten Jäger Nordamerikas an diese Küste. Braunbären. Nirgendwo sonst werden sie größer. Gleich mehrere Bären haben sich in den Wellen am Strand versammelt. Sie müssen sich dringend genügend Speck für den Winter anfressen. Die Bären warten auf ein Ereignis, das in jedem Jahr nur ein einziges Mal stattfindet. Die Rückkehr der Lachse. Während die meisten ihrer Artgenossen an Flüssen im Landesinneren auf die großen Fische warten, haben die Bären hier die erste Wahl. Ihr Überleben hängt allein davon ab, dass sie genügend Lachse fangen. In manchen Jahren geht ihre Rechnung nicht auf, da nur wenige der Fische an dem Küstenabschnitt vorbeikommen. Dann droht den Bären der Hungertod. Dieses Jahr scheint allerdings gut zu werden. Jeder Bär frisst täglich Dutzende Lachse und nimmt dabei pro Woche fast 15 Kilogramm zu. Für die Braunbären Alaskas ist die kurze Zeit des Überflusses bald vorbei. Andere Raubtiere haben dagegen das ganze Jahr ausreichend Beute